Im alten Rom erfreuten sich Gladiatorenkämpfe großer Beliebtheit. Außer bei den Gladiatoren natürlich. Bevor die Kämpfer in die Arena durften, mussten sie allerdings ein knallhartes Bewerbungsverfahren durchlaufen, bei dem nur die Besten der Besten genommen wurden. Und alle anderen natürlich auch. Der Nächste. So, Herr. Georg, aber sagen Sie ruhig Schorschi. Herr Schorschi. So, Herr Schorschi, Sie wollen also Gladiator werden? Na ja, was heißt wollen? Die haben mich aus Winterbona entführt und haben gesagt, sie töten mich und meine Familie, wenn ich nicht mitkomme. Hm. Ja gut, das verstehen wir hier unter wollen. Gut, Gladiator, haben Sie denn irgendwelche beruflichen Vorerfahrungen? Schon mal jemanden getötet, aufgeschlitzt, sowas? Na, eigentlich nicht. Hm. Gut, aber Sie haben schon mal ein Tier geschlachtet, ein Schwein. Na, das macht bei uns immer mein Schwager. Ich kann kein Blut sehen. Aha, gut, aber Sie haben schon mal eine Fliege totgeschlagen. Jo, sicher, wenn nicht. Das reicht. Gut, Herr Schorschi, wie würden Sie sich selbst beschreiben? Mehr so der Schwertyp oder mehr so der Morgensterntyp? Das weiß ich nicht. Weder noch. Also unbewaffnet ist auch gut. Ist beim Publikum sehr beliebt. Man wird Ihnen zujubeln. Was? Man wird mir zujubeln? Und wie? Die 30 Sekunden werden Sie nicht mehr vergessen. Und wie sieht's mit der Bezahlung aus? Oh, Humor hat er auch noch. Also das Publikum wird's lieben. Ja, wie sind denn so die Arbeitszeiten? Also täglich 18 Stunden trainieren und am Wochenende? Showtime. Und gegen wen kämpfe ich dann so? Hauptsächlich Löwen. Löwen? Mhm. Oh, das ist ganz schlecht. Ich habe eine Katzenallergie. Och, das macht den Tieren nichts aus. Ah, jetzt habe ich sie aber dran gekriegt, oder? Ja, aber hallo. Sie haben aber auch Humor. Ja, danke schön. Ja, dann würde ich mal sagen, herzlichen Glückwunsch. Sie haben den Job. Wow, Riesenehre. Werft ihn zu den anderen. Ja. So. Und vielen Dank nochmal. Der Nächste. So, Herr,